Der Krieg gegen die Ukraine hat zu stark steigenden Energiepreisen geführt, die auch wir an Sie als Kunden weitergeben müssen. Das hat naturgemäß zu Reaktionen geführt, zu wütenden, kritischen. Und so schrieb beispielsweise ein Kunde auf Facebook: Wie soll man den Abschlag erhöhen, wenn man nicht mehr Geld hat? Ihr könnt auch nur klug schnacken. Was mir ganz wichtig ist, uns allen bei EWE ist bewusst, dass die aktuellen Preissteigerungen viele von Ihnen finanziell überfordern. Wir tun alles dafür, die Preise so gering wie möglich zu halten. Mit aller Kraft. Auch die Bundesregierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Preise so gering wie möglich zu halten. So ist beispielsweise die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% für Erdgas gesenkt worden. Die Gasumlage entfällt für Sie als Kunde. Sie müssen sie also nicht zahlen. Weitere Entlastungsmaßnahmen wie beispielsweise ein Preisdeckel für Gas sind gerade im Gespräch und werden hoffentlich bald umgesetzt. Egal ob Mehrwertsteuersenkung, Streichung der Gasumlage oder Preisdeckel, diese Ersparnis werden wir selbstverständlich direkt an Sie weitergeben. Und wenn trotz allem bei Ihnen auf der Jahresabrechnung ein größerer Betrag aufgelaufen ist, bieten wir Ihnen flexible Ratenzahlungspläne an. Daneben hat das Land Niedersachsen angekündigt, einen Härtefallfonds aufzusetzen, bei dem wir als EWE uns selbstverständlich mit beteiligen werden. Diese Krise betrifft uns alle. Nur gemeinsam schaffen wir das. Haben auch Sie Fragen an uns? Dann schreiben Sie uns gerne in den Kommentaren.